Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 Zufallsrichtung, Berührung, Größenänderung, Denken. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software-Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit, in der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch-Videos. Wir sind hier jetzt beim 10. Video bereits. Und wenn du sie alle durchgearbeitet hast, wirst du dich gut in Scratch zurechtfinden. Ich habe jetzt dann hier dieses 10. Programm gerade zusammengestellt. Schauen wir uns das einmal gemeinsam an. Wenn du hier anklickst, dann passiert etwas, das kennen wir eh schon. Hier wird mit der grünen Fahne gestartet. Ich habe hier zwei dieser Figuren. Und du weißt ja, bei jeder dieser Figuren habe ich hier dann im Code-Bereich die entsprechenden Blöcke zusammengestellt. Gehen wir es einmal der Reihe nach durch. Oder vielleicht schauen wir es erst einmal an. Starten wir es einmal. Wenn ich hier die Maus bewege, mit der Maus bewege ich nämlich die Katze, dann versucht dann der Hund mich dann praktisch zu erwischen, und wenn wir uns dann erwischen lassen, sagt dann die Katze je, und der Hund sagt dann, ich habe dich erwischt. Ja, jetzt schauen wir uns das Programm jetzt an. Da habe ich die Katze, da wird die Größe auf 50% gesetzt, das haben wir im letzten Video schon kennengelernt. Ich gehe zu einer bestimmten Position hier auf der Bühne und das Ganze kommt dann als nächstes zu einer Schleife, wiederhole bis Doc 1 berührt wird, und dieses Berühren, das haben wir hier beim Fühlen da herinnen gehabt, haben wir schon mal verwendet, wird also berührt. Da muss ich mir dann hier auf der linken Seite dementsprechend dann hier einen Block nehmen, kann ich hier nehmen, dann einstellen, was berührt wird. Dann soll er sich, gehe zum Mauszeiger, das ist wieder bei der Bewegung, da weißt du, an den Farben erkennt man die Arten von Blöcke, gehe zu und dann eben vom Mauszeiger, Druck 1 und so weiter, wird das so lange ausgeführt, bis er berührt wird. Und falls Doc 1 berührt wird, also in dem Fall hier von der Katze, von Spread 1, dann soll er sagen, oje, für 2 Sekunden, und danach wird dann alles beendet. Also rein nach wird das durchgegangen. Wenn wir uns jetzt hier den Code anschauen, die Blöcke anschauen für den Hund, wird er hier mal auf kleiner gestellt, geht wieder zu einer bestimmten Position, und es wird so lange wiederholt, bis in dem Fall dann Spread 1, das heißt die Katze dann berührt wird. Und er soll sich jetzt dann drehen, soll ich nämlich immer in Richtung dann der Katze drehen. Also in dem Fall heißt die Katze hier von der Bezeichnung hier drinnen, heißt es Sprite 1, soll er sich drehen und soll 5 Schritte gehen. Wenn ich jetzt hier gleich einstellen würde, 20 Schritte, dann würde wahrscheinlich der Hund sofort die Katze dann erreicht haben. Also hier eher lieber einen kleineren Wert einstellen. Und falls jetzt dann die Katze berührt wird, du erinnerst dich, das ist Sprite 1, dann soll er sagen, ich habe dich erwischt, und das Ganze soll dann für 2 Sekunden eben eingeblendet werden, und damit wird alles dann beendet. Ja, und damit haben wir diese kleine Verfolgungsjagd mit Zufallsausrichtung, Berühren, Größenänderung und so weiter dann schon abgeschlossen und haben hier dann eben diese Sagen gehabt. Und bei Spread 1 haben wir ebenfalls hier dann etwas sagen gelassen, und das ist dann schon so weit, dass du dich gut zurechtfinden kannst, dass dein erstes Verfolgungsspiel dann programmieren kannst. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit, und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Video, wenn es dann darum geht, um Zufallszahlen, Wörter verbinden, Variablen und die Teilbarkeit. Ja, bis zum nächsten Mal.